Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft mit Marcel. Ja, ich habe eine Kopie erstellt und ich weiß, was ich tue. Ich habe mir das letztes Mal, habe ich das gestartet, da hatte auch ein Backup gestellt. Denke nicht, dass was passiert, aber wenn, ist es auf jeden Fall ein Backup da. Das müsste irgendwo da dort sein. Ist noch alles da? Es ist noch alles da, wie es vorher war. Das ist ganz gut, denn wir machen jetzt weiter mit unserem Haus, generell mit dem Game. Ja, es kommt heute wieder mal Minecraft mit Marcel und würde sagen, fangen wir direkt an. Ich habe keinen Plan gemacht, mit was ich weitermachen möchte, was ich machen möchte in dieser Folge. Das wird einfach ganz random sein, was in dieser Folge passiert. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge einen Kirschbaum oder jede Menge Kirschbäume gefällt und haben jetzt so viel Kirschbaumholz. Ich habe allerdings keine Ahnung, was man damit machen soll. Ihr habt Kommentare geschrieben, ich glaube aber nichts Nützliches, was ich jetzt hier vorlesen könnte. Aber auf jeden Fall weiß ich das jetzt nicht mehr ganz auswendig. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Wie viel Aber habe ich jetzt schon gesagt? Keine Ahnung wieder. Ich habe schon viel zu viel das A-Wort gesagt. Da hinten ist eine Kuh. Genau, ihr habt geschrieben, dass ich mich so ernähren kann, wie ich will. Was natürlich ganz gut ist, denn ich muss nicht die ganze Zeit Seetang essen. Auch ganz entspannt. Natürlich will ich nicht unbedingt die ganze Zeit Tiere töten. Aber wenn es halt nicht geht und... So, weißt du, so Fleisch gibt mir halt immer noch ein bisschen mehr Leben, also immer noch mehr ein bisschen mehr Fleischbalken, das dauert ein bisschen länger, bis die weggehen. Und bei Seetang ist das halt so, you know. Wir killen jetzt hier mal eine Kuh, jetzt haben wir drei Rindfleische bekommen, rohes Rindfleisch. Alter, wie viele Blumen sind denn hier? Geil. Könnten natürlich auch sagen, jo komm, heute machen wir eine Erkundungstour. Dann müsste ich aber mal gucken, wie ich mit der Minimap einen... Wegpunkt machen kann, dass praktisch unser Haus hier markiert ist und wir immer wieder hier zurückfinden, weil ich bin nicht der Beste in Orientieren hier in diesem Game. Deswegen habe ich die Minimap und da müsste das eigentlich auch gehen. Ich habe nur keine Ahnung, wie genau. Das müsste ich gleich dann mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja Fleisch. Dann wäre es auch schlau, das hier in den Ofen reinzuschmeißen. Ja, Fackeln haben wir. Wir könnten theoretisch auch mal in eine Höhle gehen. Da waren wir jetzt auch noch nicht so wirklich drin. Ich habe, glaube ich, auch eine Höhle gesehen. Das Leder brauchen wir nicht. Damit können wir nichts anfangen. Ich habe ja eine Höhle gesehen in der letzten Folge. Frag mich aber nicht mehr, wo. Aber ich habe eine gesehen. Wir könnten natürlich hier noch den Weg weiterbauen, das Haus fertig bauen. Da fehlen uns natürlich die Materialien. Das heißt, wir müssten da hinten nochmal in das Biom gehen und uns Fichtenholz holen oder warten, bis die Setzlinge gewachsen sind. Ich meine, ich kann ja schon mal welche anpflanzen. Dann haben wir die schon mal. Wollen wir hier vorne welche haben? Wäre vielleicht geil, aber dann müssten das auch so hohe Bäume da hinten werden. Dann kann das was werden, aber wenn die sich so ausbreiten wie so ein Eichenbaum, dann bringt mir das nicht viel. Ich würde sagen, dann machen wir hier noch Erde hin, komm. Und... hier, dass wir hier so ein bisschen was haben. Der Erdblock weg. Und dann würde ich ja hier... Oh, das ist... Oh, da ist ja schon... Wir haben ja schon Kies hingemacht. Stimmt. Dann kommt ja hier der Weg hin. Und dann würde ich hier sagen, kommt hier dann nochmal Erde hin. Wir haben jetzt leider nicht so extrem viel Erde. Ist natürlich schade. Aber so wäre das dann schon mal. Dann würde ich nämlich... hier einen Baum setzen und da einen Baum. Ich würde aber sagen, wir tun die trotzdem dahin, weil dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier auf dem Weg, weil wenn die sich ja auf dem Weg ausbreiten, ist blöd. Was wir jetzt noch machen könnten, wir könnten hier vorne natürlich dann mal ein Feld noch anbauen. Das hier ist echt sehr gefährlich. What the... sind das Tiger? Ich glaube, die sind aber auf jeden Fall gefährlich. Ich glaube, wenn ich denen nicht zu nahe komme, tun die mir nichts. No, aber im Normalfall könnten die mir schon was tun. Wenn ich sie natürlich störe. Hier mag die Süßbären holen. Dann haben wir ein bisschen mehr Essen noch. Ja, wir haben hier natürlich noch ein bisschen Kies, der weg kann. Hier soll noch alles Erde hin. Das müssten wir uns alles besorgen. Okay, dann habe ich ja schon mal eine Ahnung, was wir so grob brauchen. Das heißt, wir bräuchten jede Menge Erde. Da hinten könnten wir ja was abtragen. Dann brauchen wir noch Fichtenholz, um das Dach fertig, generell das Haus fertigzustellen. Dann habe ich theoretisch vor, noch einen Keller zu machen in irgendeiner Form. Also, ne? Ich denke, ihr versteht alles, was ich damit meine. Und ja, dann mal gucken, wie lange die Folge ist und dann mal überlegen, was wir sonst noch machen können, wenn die Zeit noch da ist, ne? Wir werden auf jeden Fall hier das erstmal dann machen. Also gibt es für euch wieder eine Zeitraffer, wie ich die ganzen Sachen besorge, vorbereite, dies, das, Ananas. Also, let's go!
So Leute, ich beende gerade mal die Timeline sage ich schon. Timelapse, denn ich habe gerade eine Höhle gefunden. Haben gerade 23 Kupfer? Leute, als ob ich so viel da, okay. Hab gerade eine Höhle gefunden, mal gucken. Ich weiß nicht, wie groß die ist, aber wir haben zumindest Kupfer gefunden und Kohle und Eisen. Eisen brauchen wir sowieso, das ist gerade bei uns Mangelware. Wir haben nämlich gar nichts mehr an Eisen. Ich habe jetzt 2 Stacks und 36 an Fichtenholz geholt. Wir haben 38 Setzlinge. Ich weiß, wir haben Birkenholz, ich weiß, wir haben Birkensetzlinge. Ich habe es aber einfach genommen. So, ich nehme jetzt mal hier die 3 Eisen mit und wir gucken mal, was wir denn hier so finden, falls wir überhaupt noch was finden hier drin. Hier ist ein Bär. Ist hier ein Bär drin? Ne, ist es nicht. Okay. Der ist schaut draußen anscheinend. Auf einen Bär habe ich gar keine Lust. Die kenne ich nämlich von Lukas Folgen. Mal sind die lieb, mal sind die böse. Also man darf einfach sich nicht zu lange bei denen aufhalten. Und ich habe gerade echt Angst. Ich weiß nämlich nicht, wo er ist. Und ja, von einem Bär getötet zu werden ist richtig Ah, da ist er. Da ist der Bär. Oh, Alter, wo will ich hin? Da ist der Bär und er hat ein kleines. Ne, das sind 2. Ich habe gehört, wir verpieseln uns hier mal so langsam, denn da sind halt einfach 2 Bären und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Blumen brauchen wir momentan nicht. Ach, das ist diese Höhle, die keine Höhle ist, ne? Genau, jetzt muss ich nur den Weg wieder zurückfinden. Wir sehen uns gleich wieder an der Hütte. Leute, weil ich mal so bin, ich schwimme jetzt mal zu den, was auch immer es ist, und guck mal, ob die mir was tun. Oder ob die mir nichts tun. Ist das da hinten ein Delfin? Ja, die wollen mir was. Die wollen von mir was. Ich gehe wieder, denn die wollen mich angreifen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also, wenn ich denen zu nahe komme, dann wollen sie mich angreifen. Wenn ich sie aber in Ruhe lasse, also weit genug weg bin, aus ihrem Sichtfeld sozusagen, dann lassen sie mich auch in Ruhe. Das heißt, wissen schon mal, am besten nicht nähern, weil die können uns, glaube ich, auch gut Schaden machen. Genau wie die Bären und genau wie das Krokodil. Bruder, gut, dass ich noch kein Sumpfbiom habe und davor habe ich auch eher Angst. Denn das Krokodil, das schnappt dich einmal und du hast keine Chance, irgendwas zu machen. Also laut Luca, ich habe noch kein Krokodil gehabt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man dann nichts machen kann. Allerdings haben wir noch keine Erde, aber wir haben Holz. Das heißt, wir können unser Haus eventuell fertigstellen. Ich gehe mal davon aus. Und haben jetzt auch mal ein bisschen Fleisch, beziehungsweise Steak. Können das Eisen machen und das Kupfer. Gut, machen wir nochmal hier ein paar rein. Dann tue ich die Setzlinge weg, weil die brauche ich jetzt nicht. Den brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit unserem guten alten Dach. Ich meine, wir hätten ein bisschen was machen können. Das bringt uns aber ehrlich gesagt gar nichts. Den Dingern hätten wir auch gar nichts machen können. Ich würde mal sagen, das machen wir alles zu Holz. Das brauchen wir definitiv. So, dann machen wir hier mal Holztreppen. Ich habe noch keine... Hat mich gerade die Fliege geschoben? Ich wurde gerade geschoben und habe gedacht, what the fuck ist jetzt für ein Vieh hier drin? Das ist die Fliege. Es ist einfach die Fliege, die mich bewegt. Die geht mir sowieso schon auf den Sack, die Fliege. Als würde sie mich die ganze Zeit verfolgen. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich dieses Dach drauf habe. Weil dann kann sie mir gar nichts mehr. So, nächster Tag, neues Glück. Allerdings haben wir ja nichts zum Hochbauen. Na gut, dann müssen wir halt Stein nehmen, ne? Ich habe vor, so ein typisches... rundes Dach zu machen, das kostet viel Holz. Das ist eine sehr gute Frage, wie ich es machen will, wie ich es anstellen will. Bruchstein kann ich hier, glaube ich, jetzt echt nicht gut verwenden. Ob ich das einmal rundherum mache oder nicht, das weiß ich jetzt leider noch nicht so ganz. Es bleibt auf jeden Fall eine Etage, soll ja ganz gemütlich sein, ist ja egal. Wir wollen jetzt erstmal ein Dach auf dem Kopf haben. Dann kann es nicht reinregnen, nicht reinschneien, wie auch immer. Und uns geht keine Fliege mehr auf den Sack. Ach, danke dafür, Digga. Bruh. Junge, als ob mir das 2-mal hintereinander passiert. Okay, ich baue jetzt das Dach auf, weil das dauert länger und ich kann nicht die ganze Zeit dabei labern und nicht die ganze Zeit so viel wegschneiden. Deswegen gibt's Timelapse, also let's go.
So, das Dach ist drauf und ja, was will ich sagen? Ist das der Baum, den wir wollten? Nein, das ist nicht der Baum, den wir wollten. Wir wollten einen hohen Baum. Und was haben wir bekommen? Genau, den breitesten Baum, den du dir vorstellen kannst. Perfekt, Digga. Also ganz ehrlich, Mann. Was soll ich hiermit schon wieder? Auf jeden Fall nehmen wir hier kurz die Blöcke. Wir brauchen Glas. Definitiv brauchen wir Glas. Ich nehme jetzt diese Eisen, ja? Auch wenn ich mir eine neue Eisenaxt oder so machen könnte. Ich mache mir... Moment, ich habe doch eine Schere. Bin ich dumm? Ich habe mir jetzt beinahe eine Schere gemacht. Bruh. Eine Schere schneidet das hier ab, weil dann haben wir nämlich hier ein bisschen Fichtennadeln, den man gut zur Deko benutzen kann. Und dann schneiden wir hier ein paar ab, die so richtig im Weg hängen, ja? Versuchen, den ein bisschen zu verschönern, denn es sieht sogar nicht geil aus, muss ich dir ehrlich zugeben. Okay, jetzt sieht er hier so abgeschnitten aus. Das sieht auch mega blöd aus, ne? Wir machen uns eine eigene Tanne. So, wir haben das jetzt eins breit, dann... Das war falsch. Muss ich ehrlich sagen, haben wir einen wunderschönen Baum gezaubert. Ey, ganz ehrlich, der passt hier super hin. Das sieht gar nicht mal so scheiße aus, was ich da gemacht habe. Schreibt in die Kommentare, wie gut ihr den Baum findet. Ich finde, den habe ich gut zusammengeschnitten. Das hier mache ich jetzt nicht zu, das sieht sogar ganz cool aus. Aber Fenster, das wollte ich generell überlegen. Wir haben doch hier nach hier einen schönen Ausblick, oder? Oh ja, haben wir. Das sollten wir nehmen. Genau, ja, wir haben einen richtig geilen Ausblick darüber. Wir machen das hier auch. Oh ja, hier hast du einen geilen Ausblick auf die Fichten, auf den Fichtenwald, was auch nicht scheiße ist. Was auch immer das sind, das habt ihr vielleicht schon in den Kommentaren hinterlassen, falls ihr es wisst. So sieht jetzt auf jeden Fall das Haus aus. Es ist jetzt ein bisschen blöd mit den Fenstern. Blöd gelaufen. Wir könnten natürlich auch sagen, ey, wir machen die hier weg, machen die da oben hin und gehen eins tiefer mit dem Boden. Könnten wir natürlich wirklich machen. Ich würde dann sagen, dann machen wir das hier mal kurz anders, damit wir hier das so machen können, wie ich gerade so gesagt habe. Ich denke, das ist vielleicht einfacher. Oh, das mit der Kiste ist jetzt blöd. Auf jeden Fall baue ich das kurz mal ab und ändere das um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und dann machen wir jetzt wieder das ganze Eichenholz hier rein, den ganzen Spaß. Das sollte ja immer noch aufgehen, ist ja nicht größer geworden, ist nur tiefer geworden. Da verändert sich ja nichts. Da müssten wir jetzt wieder 4 Blöcke übrig haben. Genau. Das habe ich jetzt nicht mitgedacht, tatsächlich. Das müssen wir ja jetzt auch noch anders machen. Stimmt. Das kann ich ja abbauen. Das kriege ich ins Inventar. Aber das in der Kiste ist natürlich nicht. Das heißt, wir müssen hier Fichtenholz, Fichtenholz, Fichtenholz. Fichte, 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 Fichte. Bauen hier einen hin und da einen hin. Und dann ist das Ganze wieder repariert. Sind ein Stück tiefer. Können jetzt hier das Fenster hinmachen. Machen das... Richtig herum, machen das dahin, machen das auch dahin und die Kiste muss noch nach unten, genau. Dann würde ich sagen, schnell die Kiste wieder platzieren und schon mal die Dinge reinmachen, die ich jetzt, obwohl da will ich gleich schon, ein bisschen verschönern noch, sehr gerne. Bett, genau, das stellen wir uns wieder hier in unsere Ecke. Die beiden Öfen stelle ich uns dahin. Eine Werkbank stelle ich uns hier hin. Digga, diese Fliegen gehen mir so auf den Sack, ey. Ich habe gerade eben schon eine getötet, davon habe ich eine Male bekommen. Das geht mir richtig auf den Sack, dieses Gesumme die ganze Zeit. Ganz ehrlich. Ruhe jetzt. Ich habe keinen Bock auf dieses Gesumme. Das geht mir richtig auf den Sack. Machen das so. Dann machen das eventuell so. Oder? Nee, das sieht absolut beschissen aus. Ich lasse es erstmal so und dann gucken wir mal. Vielleicht fällt uns ja noch was Besseres ein. Wird schon wieder dunkel, willst du mich verarschen? Ich mach mal hier, dass wir einen Wegpunkt haben. Ah, der andere Baum ist auch übrigens gerade gewachsen. Okay, die sind jetzt natürlich... Oh Gott. Den müssen wir auf jeden Fall auch noch bearbeiten. Der ist leider ein Baumstamm höher. Wir dekorieren jetzt das Haus noch ein bisschen von innen und von außen. Das, was wir können. Machen den Baum noch schön und dann war es das, glaube ich, leider schon wieder in der Folge. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir hier drum... sowas hin machen. Zaun. Wie macht man nochmal Zaun? Ich muss gerade mal überlegen. Eine hier mal eine da hin machen. Und hier am Anfang, wenn hier dann mal Erde sitzt, da eine hin machen. Hier eine hin machen. Da kommen dann Laternen drauf. Dafür brauchen wir allerdings Eisen. Deswegen müssen wir uns leider noch gerade momentan mit Fackeln zufrieden geben. So, dann setzen wir die hier einfach hier drauf. Reicht für... Ey! Reicht momentan auch aus, so. Genau, allerdings brauchen wir hier noch Fackeln. Dann machen wir da noch 2 Stück drauf. Dann ist es an der Ecke auch ein bisschen heller. Ja, ich würde generell die Erde wegmachen. In echt setzt du... Sprachen lernen, Bubble. In echt machst du ja Zäune auch nicht in Erde rein, sondern betonierst die ein.
nein. Oh nein. Nein. Och nee. Och nee. Oh nee. Nein. Och Kacke. Wow. Wow, jetzt steht da eine Bruchstein-Hochbauerei und... Oh. Der ganze Baum ist kaputt. Nur weil ich... Oh nein, warum ist das denn so? Oh, scheiße. Einerseits ist die Mod geil, andererseits ist sie kacke. Für sowas ist die gar nicht geil. Ich wollte gerade so hochbauen, wie der Baum ist. Da wollte ich das wieder abbauen, damit ich dieselbe Höhe habe. Und dann fällt der ganze... Oh. Ah, so macht man Falltür. Das Ganze nochmal, weil ich 4 haben möchte. So kann sich das doch sehen lassen, ne? Ah, danke dafür. Moin, Meister. Danke dafür. So, dann haben wir das Ganze schön gemacht. Oh, was heißt schön? Jetzt fehlt nur noch Glas. Aua, lala. Ich sollte was essen. Ich sollte definitiv was essen. Ja, hier hinten müssen wir müssen generell noch ganz viel machen. Wir sind hier noch längst nicht fertig. Das ist gerade mal der Anfang, ja. Das ist gerade mal die zweite Folge. Wir haben das Haus fertiggestellt. In dem Sinne, wir sind nicht safe. Ich überlege gerade, wenn man da auch so Falltüren dran macht, ob das geil aussieht oder nicht. Ist jetzt allerdings blöd, das Thumbnail, da jetzt der eine Baum nicht gewachsen ist. Wäre der eine Baum jetzt drauf, könnte ich ein richtig geiles Thumbnail machen, Junge. Oder wisst ihr was? Ich baue den Baum auch ab, mache dann Setzling hin und dann sieht das Ganze vielleicht schön aus. I hate my life. Ich würde sagen, das war's mit der zweiten Minecraft mit Marcel Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt die Kommentare, die ich gesagt habe. Oder schreibt generell einen Kommentar. Abonniert diesen Kanal, falls ihr das natürlich noch nicht getan habt. Und in der nächsten Folge werden wir, habe ich zumindest vor, in der Höhle gehen, farmen. Denn das müssen wir. Wir brauchen halt Eisen und alles. Wir haben jetzt wieder kein Eisen, weil ich wieder eine Axt machen musste. Wir brauchen also unbedingt Materialien, ja. Was war das? Ganz ehrlich, dieses Alex-Mobs-Teil ist geil, aber die Fliegen gehen mir richtig auf den Sack. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Nächste Folge habe ich vor, Höhlen-Expedition zu machen. Scheiß drauf, ob das Wort immer noch nicht richtig ausgesprochen, glaube ich, aber egal. Und dann noch weiter im Haus machen. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert diesen Kanal für den Support. Abonniert diesen Kanal, klickt auf das letzte Kack-Video. Abonniert diesen Kanal, lol.